Hallo, hallo. Ja, dies ist ein Video zum Thema Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Und das ist ganz, ganz essentiell, weil das entspricht, wir müssen das wissen, um zu verstehen, was in uns oft vorgeht, warum wir oft so wütend auch sind und warum wir Lügner hassen und warum wir auf Teufel komm raus immer die Wahrheit sprechen wollen. Jetzt gibt es aber zwei Quellen von Wahrheit. Das eine ist die Wahrheit, die du glaubst, gelernt hast, die man dir eingetrichtert hat. Die Wahrheit, die du aus Geschichtsbüchern gelesen hast. Die Wahrheit, die du von anderen Lehrern, hallo Annette, guten Morgen, die Wahrheit, die du von anderen Lehrern gelernt hast, die Wahrheit deiner Werte, die Wahrheit deiner Überzeugungen. Das ist eine Wahrheit. Man hat dir zum Beispiel gesagt, du erkältest dich oder du kriegst Blasenentzündung, wenn du dich auf einen kalten Stein setzt. Ist das wahr oder ist es nicht wahr? Die Wahrheit, wo du einfach weißt, dass es für dich so, so sicher ist, von der du zutiefst überzeugt bist, dass man gewisse Dinge nicht tun darf, dass es unethisch ist, zum Beispiel nach viel Geld oder nach Reichtum zu streben, dass es unethisch ist, dass du Leute verurteilst, weil sie Dinge tun, die nicht deiner Wahrheit entsprechen. Das ist deine Wahrheit. Das ist tatsächlich deine persönliche Wahrheit. Und du strebst danach, deine Wahrheit mit anderen zu teilen, da Unterstützung zu finden, da Gutwill zu finden und dass du nicht alleine dastehst mit dieser Wahrheit. Wahrheit strebt danach, von vielen Menschen geglaubt zu werden. Aber ist es deswegen trotzdem wahr? Ist es die wahre Wahrheit? Oder werden uns in der Konditionierung, in unserer Sozialisierung, in unserem Schulwesen, werden uns vielleicht ganz, ganz viele Lügen als Wahrheit verkauft? Und glauben wir vielleicht ganz, ganz viele Lügen, ganz, ganz viele Ansichten, nur weil sie ganz, ganz viele Menschen teilen? Weißt du, deine eigene Wahrheit ist ganz, ganz tief in dir gespeichert. Und diese Wahrheit, die verbindet uns alle. Und es ist die Wahrheit, die uns alle eins werden lässt. Du weißt es vielleicht, du hast es schon oft gehört, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Und zwar auf Basis dieser Wahrheit, auf Basis dieser Wahrheit ist ja auch eine Energie, ja. Und auf dieser energetischen Ebene, auf dieser wahren energetischen Ebene, die sich anfühlt wie Herzensliebe, bedingungslose Liebe, absolute Bedingungslosigkeit, absolutes Positives, absolutes Schönes. Alles, was sich so anfühlt, jeder Gedanke, jede Überzeugung, jede Wahrheit über dich selber, alles, was du über dich selber denkst, jede Annahme, die sich eben nicht so anfühlt wie diese göttliche Wahrheit, die uns alle verbindet, die uns alles eins sein lässt, ist de facto eine Lüge. Es ist eine Lüge, die dir als Wahrheit verkauft worden ist. Zum Beispiel, es ist dir als wahr verkauft worden, dass du nur sicher bist, wenn du einen sicheren Job hast. Wenn du morgens 9 to 5, 8 to 6 oder was auch immer arbeiten gehst und dort dein Geld verdienst, dass du nur dann sicher bist. Diese Wahrheit ist dir verkauft worden,
das glaubst du, dass das wahr ist? Und dann ist es das, wonach du dich richtest. Aber ich glaube, wenn sich das nicht für dich gut anfühlt, dann weißt du, dass da irgendetwas falsch ist. Und ich sage dir jetzt, was falsch ist. Es ist falsch, dass du glaubst, dass das die Quelle deiner Sicherheit ist. Und dass du nichts anderes tun darfst, dass du nicht mit deren Dingen Geld verdienen darfst, die dir wirklich Freude und Bliss, Glückseligkeit bringen. Und was du alles glaubst, ja, was du als Voraussetzungen siehst, dass du an diesem Leben, in diesem System anständig funktionieren kannst. Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann ist es nicht wahr. Dann ist es eine absolute, hundertprozentige Lüge. Und dann bist du aufgerufen, die Wahrheit zu finden. Und dann bist du aufgerufen, eine Einstellung, eine Haltung zu finden, die für dich gut sich anfühlt. Und wenn du jetzt statt dem 9-to-5-Job glauben würdest, ich bin absolut göttlich versorgt immer, auch wenn ich in Freude bin, was die Wahrheit ist, denn die Energie der Freude zieht Freudiges an. Aber die Energie der Freude kann nicht Geld anziehen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Energie der Freude kann nicht Geld anziehen, wenn Geld für dich nicht freudig ist. Verstehst du? Wenn Geld, Gold, Gott, göttliche Versorgung für dich freudig ist und du Geld auch in diesem Kontext sehen kannst, dann wird aus deinem freudigen Zustand Geld entstehen. 100%. Aber wenn du diesen freudigen Zustand dimmst und runterdrückst durch 100.000 andere Lügengeschichten, die dir Angst machen, die dich einschränken und die sich eben wiederum nicht gut anfühlen, dann bist du in einer Energie, wo du glaubst, dass nur aus dieser Energie, aus dieser kleinen unterdrückten Energie, aus dieser gequälten Energie heraus Geld entstehen kann. Das ist so wahnsinnig. Es ist tatsächlich, ich sehe es immer wieder in meinen Coachings, immer wieder diese Glückseligkeitsenergie, diese Freudeenergie und dann kommt der Gedanke, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann erzählen wir uns 100.000 Lügen, die sich schlecht anfühlen und glauben, dass es die Wahrheit ist. Und das ist unser Job. Diesen Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit immer wieder genau klar zu erkennen und da permanent ein Korrekturprogramm laufen zu lassen, ein bewusstes Korrekturprogramm. Jedes Mal, wenn ich eine Lüge finde, die sich scheiße anfühlt, die sich schlecht anfühlt, dann weiß ich, dass ich sie korrigieren muss. Und ich habe ein generelles Korrekturprogramm, da sage ich, wenn es sich schlecht anfühlt, dann ist es nicht wahr. Wenn es sich eng anfühlt, ist es nicht wahr. Was darf ich denken, jetzt in diesem Moment, dass es sich gut anfühlt? Und da habe ich so generelle, grundsätzliche Sätze, die ich mir sage und sage, ich bin immer in Sicherheit, ich bin göttlich geführt und unterstützt. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin immer versorgt, weil das die göttliche Wahrheit ist. Und schon wenn ich diese Sätze sage, merkst du, dass sich deine Energie erhöht und dass sich gleichzeitig dein Körper entspannt, was immer wieder die sofortige Rückmeldung ist, was du denkst und was du fühlst. Was du denkst und was du fühlst, ist immer gekoppelt. Und deswegen merkst du sofort, dass der Indikator des Gefühles, wenn der schlecht ist, dann denkst du eine Lüge. Dann denkst du etwas, was nicht wahr ist. Und deine,
dein Sensor zu dieser göttlichen Wahrheit, zu der einzigen Wahrheit, die es überhaupt gibt, wo ich vorher drüber gesprochen habe, der uns verbindenden Wahrheit, die ist immer da, es ist immer aktiv. Und du hast immer diesen Abgleich, wo der immer wieder sagt, nee, Lüge, oh, schlechtes Gefühl. Und all diese miesen, ängstlichen, unterdrückenden, wütenden Gefühle kommen einzig und allein, weil wir Lügen glauben und uns zwingen, sie als Wahrheit anzunehmen und nach diesen Lügen zu leben und zu tun, als sei das wahr. Das ist ausnahmslos das göttliche Gesetz und das Gesetz unserer göttlichen, menschlichen Existenz hier. Und wenn du das lernst, zu begreifen, zu verstehen und diese Gedanken und damit diese Gefühle für dich zu drehen, damit deine Energie zu verändern, damit deinen Bewusstseinsraum zu wechseln in den Bewusstseinsraum, dort, wo die Dinge sind, wie du willst, dort, wo die Lösungen deiner sogenannten Probleme sind, wenn du dort hingehen kannst, dann hast du deinen Lebensraum verändert. Und wenn dein Lebensraum verändert ist, dann verändert sich alles. Dein Lebensraum ist der Ursprung aller Existenz. Und es ist übrigens auch in der Virologie so. Viren existieren in einem gewissen Milieu. Und der Schöpfer des Milieus, also des Lebensraums, bist immer du. Also wenn du dir Viren erschaffst oder sonst irgendwie Bakterien, Bazillen oder sonst irgendwelche Angreifer da draußen, kannst du das nur tun, wenn du einen Lebensraum erschaffen hast für dergleichen. Oder einen Lebensraum für Dämonen und für Fremdenergien und sonst irgendwelche Angreifer. Wenn du diesen Lebensraum erschaffst, dann ist es da. Aber genauso erschaffst du dir eben auch einen Lebensraum, wo Freude, Leichtigkeit, Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Liebe seinen Platz hat. Aber auch das ist deine Kreation, deine Schöpfung. Und es fängt damit an, mit Lüge und Wahrheit, der Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit. Den zu erkennen, und der ist so offensichtlich. Lüge fühlt sich schlecht an, die Wahrheit fühlt sich gut an. Und das ist das, was man meint. Handle aus dem Herzen heraus. Handle nach dem, was sich für dich gut anfühlt. Aber du kannst alles Gute, was sich zuerst mal gut angefühlt hat, durch einen Denkprozess, der sich zwischen den Lügen hin und her switcht, das ist gefährlich, das geht nicht, das kann ich nicht, das machen die anderen nicht. Jede Wahrheit so klein machen und dir schlecht und madig reden, dass du gar nicht mehr in der Wahrheit leben möchtest, die für dich eigentlich gedacht ist. Weil du kommst aus der göttlichen, perfekten Wahrheit, wo alles gut und richtig ist, wo alles in Liebe entstanden ist. Du bist eine Idee der Liebe. Du hast es vergessen. Und weil du eine Idee der Liebe bist, fühlt sich alles Lieblose, jegliche Lüge, die dir erzählt worden ist, dass das lieblos gut ist, das Bös gut ist, das Mangel gut ist, fühlt sich so scheiße an. Verstehst du? Und jetzt bist du aufgerufen, diese Wahrheit über dich, über uns Menschen, über dich als göttliches Wesen herauszufinden. Und all diesen verlogenen Bullshit, der dir als Wahrheit verkauft worden ist, zu erkennen und in die Wahrheit zu transformieren. Und so entsteht auch Heilung. Du bist krank geworden, weil du Lügen geglaubt hast. Dein System aber weiß, dass es eine Lüge ist. Und das tut weh. Das macht krank, das schränkt ein, das unterdrückt, das fesselt, das macht unfrei, das macht unglücklich. Und wenn du jetzt dir ein Bewusstsein, ein Leben
ein Bewusstsein, das aus deinen Gedanken, aus deinen Vorstellungen, aus deinen Überzeugungen entsteht, erschaffst. Erschaffst du dir all deine Wünsche und Träume. Aber es geht eben nicht so, dass du denkst, all deine Wünsche und Träume erschaffen das Bewusstsein, das du dir so wünschst. Das geht so rum nicht. Sondern du musst erst dieses Bewusstsein, erst dieses Denken, erst diese Wahrnehmung erschaffen. Und du manifestierst immer das, was du bist. Du manifestierst immer das, was du glaubst. Du manifestierst immer das, wovon du überzeugt bist. Immer. Und in dem Moment, wo du deine Überzeugungen wirklich, wirklich wahrhaftig veränderst, weil du weißt, dass das die Wahrheit ist und weil du hundertprozentig dahinter stehen kannst, in dem Moment verändert sich deine Realität. Und das ist so, so wichtig, dass du das verstehst, dass es so rumgeht. Und dass du all das, was dir schon gegeben worden ist, all das, was du fühlst und all das, was du wahrnimmst, all das, was du eigentlich Intuition nennst, dass du erkennst, dass das wahr ist, dass es die einzige Wahrheit ist, die hier existieren sollte. Und auch weil viele, 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 viele Menschen da draußen lügen, hallo Beatrice, weil viele, viele Menschen da draußen Lügen als wahr verkaufen, musst du es nicht abkaufen, wenn du es besser weißt. Und darum geht es in dieser Lebenszeit, wo wir jetzt hier sind. Wir sind aufgerufen, die Wahrheit zu wissen, die Wahrheit zu erkennen und sie dann ganz tief zu wissen und uns über alle Lügen hinwegzusetzen. Und unsere Wahrheit, unsere göttliche, gottgegebene Wahrheit endlich als wahrer anzunehmen, als das, was alle erzählen und uns jahrhundertelang weiß gemacht haben. Wenn es sich schlecht anfühlt, ist es nicht wahr. Es kann nicht sein. Das ist Gesetz. Deswegen hast du diesen Lügendetektor in dir eingebaut und deswegen bist du so scheiß wütend, wenn dir einer ins Gesicht lügt. Wenn du weißt, dass es eine verdammte Lüge ist und wenn sie dir 100 Milliarden von Menschen erzählen, die gleiche Lüge, und du in deinem Inneren weißt, es ist nicht wahr, was gesagt wird, es ist nicht wahr, was du sagst, dann ist das, was du weißt, wahr. Und dann musst du wissen, was wahr für dich ist. Dann reicht es nicht, dass du eine Lüge entdeckt hast, sondern dann musst du die Wahrheit leben, sprechen, fühlen und denken. Und alles, was sich schlecht anfühlt, was sich nach Mangel, Unterdrückung, Einschränkung, Krankheit, bös, negativ anfühlt, ist per se nicht wahr. Weil wir in einem göttlichen Universum leben. Da ist alles da. Bös ist da, Liebe ist da, Mangel ist da, Fülle ist da. Nur, was ist deine Wahrheit? Wo lebst du? In welchem Bewusstsein lebst du für dich? Und aus welchem Bewusstsein kreierst du dein Leben und dein Umfeld? So passiert Heilung. Heilung für dich und deine liebsten anderen. Verheilung für die Menschheit. Aber sie fängt bei dir an, dass du es erkennst. Dass du erkennst, dass es darum geht, dass du Wahrheit lebst. Und ich habe es lange nicht verstanden, wenn es geheißen hat, ja, dein Halschakra ist verschlossen, weil du nicht deine Wahrheit sprichst. Das ist damit gemeint. Dieses Zurückhalten, dieses falsche Dinge zu glauben, dieses sich unterdrücken, dieses sich einschränken, hier eingesperrt sich zu fühlen, weil man Lügen vorwärts trägt, hinter denen man nicht steht, wo man ganz genau weiß, es ist nicht die Wahrheit. Und die größte Lüge ist, dass du nicht gut genug bist, dass du falsch bist, dass du Fehler gemacht hast, dass du für deine Fehler büßen musst, dass du bestraft wirst für all das, was du schlecht gemacht hast. Es gibt keine Strafe, es gibt kein Karma, es gibt nur deine Schöpfung, deine Kreation auf Basis dessen, was du glaubst und wovon du überzeugt bist. Einfach, oder? Die Anwendung
das danach leben, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und zu sagen, ja, puh, was heißt das jetzt für mich? Ui, womöglich heißt es für mich, ich mache was ganz, ganz anderes als die meisten. Womöglich heißt es für mich, ich lebe einen ganz, ganz anderen Lifestyle als die meisten. Vielleicht heißt es für mich, ich glaube etwas ganz, ganz anderes als die meisten und kann mich gar nicht mehr treffen zu Kaffeeklatsch und zu bla bla bla, weil ich auf dieser Basis mich gar nicht mehr unterhalten kann. Ja, dann ist es so. Aber wenn du dort bleibst, in deinem Bewusstsein, in deinem Zustand, in deinen Überzeugungen, wirst du Menschen anziehen, die die Überzeugungen teilen. Die Überzeugungen, die uns mit unserer Geburt, mit unserer göttlichen Herkunft, der Idee einer liebenden, perfekten Welt, Persönlichkeit, eines perfekten Bewusstseins, mit der Idee sind wir hier gestartet. Und mit der Idee werden wir diesen Erdenplaneten verlassen, wenn uns all dieses verdammte, gespeicherte, programmierte, Intellektuelle verlässt und wir zurückgehen in die non-physikalische Welt, die einfach aus bedingungsloser Liebe, Freude, Bliss, Glückseligkeit besteht. Und wenn wir dahin zurückgehen, was auch viele erzählen, die Nahtoderfahrungen hatten, wie zum Beispiel, hallo Larissa, wie zum Beispiel Anita Morjani, die in ihrer Nahtoderfahrung plötzlich all den Bullshit, alle ihre Bullshit-Stories loslassen konnte und von Terminal Cancer, also kurz vorm Sterben im Krebs, geheilt wurde, weil sie sich dort in diesem Zustand der Glückseligkeit die Erlaubnis geben konnte, den ganzen Bullshit loszulassen, den sie vorher geglaubt hat. Dann ist sie zurückgekommen in ihren Körper mit dem neuen Bewusstsein und ihr Körper hat sich dem neuen Bewusstsein angepasst. Ist eigentlich super easy, oder? Aber dazu brauchen wir keine Nahtoderfahrung und wir müssen auch nicht sterben, wie Dr. Joe Dispenza sagt, sondern wir müssen uns einfach erlauben, in diesem Zustand zu existieren und einen Eintritt, diesen Zustand kennenzulernen, das ist wohl Meditation. Aber sobald du zurückkommst aus der Meditation und nicht diesen göttlichen Mindset aufsetzt, während du dein alltägliches Leben lebst, wirst du wieder zurückfallen in diesen verlogenen Zustand, wenn ich ihn mal so krass so nennen kann, diesen krass verlogenen Zustand, der dir alles Böse sagt, alle Einschränkungen suggeriert, alle Unmöglichkeiten suggeriert. Und dann geht es darum, dass du in diesem Feld, wie es Dr. Joe Dispenza sagt, der unendlichen Möglichkeiten weiterlebst. Aber da kannst du nur weiterleben, wenn du die Wahrheit, die Information dieses Feldes kennst. Und dieses Feld ist für mich das göttliche Feld, das göttliche Bewusstsein. Es ist schon da, es muss für uns nicht kreiert werden. Nur ich muss mir erlauben, in meine göttliche Persönlichkeit wieder einzutreten, um in diesem Feld navigieren zu können. Und ich habe eben alles Denken und alle Überlegungen, alle Überzeugungen von außen gelernt bekommen, die mich von diesem göttlichen Feld trennen und mir zeigen, wie ich in dem ungöttlichen Feld, um es mal so zu sagen, in dem menschlichen Feld zu navigieren. Und deswegen ist es ein komplettes Neulernen, ein Leben zu navigieren aus dieser Göttlichkeit heraus und aus diesem göttlichen Feld. Und ich weiß, dass es da ist und ich weiß, dass es hundertprozentig stimmt, weil ich immer wieder diese Beweise kriege. Zum Beispiel ein Beweis war, ich habe gestern Neil Donald Walsh, der hat ja die Gespräche mit Gott geschrieben und gechannelt, haben noch nie gehört, noch nie. Irgendwie hat es mich nie hingeführt. Gestern habe ich gehört und er sagt wortwörtlich 1:1 das, was ich auch immer sage in meinen Coachings, was ich über die Göttlichkeit, über den göttlichen Seinszustand erzähle, bisschen abgeändert in meinen Worten. Ich habe ihn auf Englisch gehört, ich sage es meistens auf Deutsch, obwohl ich ja jetzt auch einen englischen Channel angefangen habe, weil das für mich eben auch diese Downloads auf Englisch kommen. Aber
Das ist einfach die Wahrheit und die ist für uns alle verfügbar. Da brauche ich nicht ein Channel-Medium sein. Da muss ich nicht Neen Donald Walsh sein. Da kann ich ich sein und kann nach der Wahrheit suchen und fragen. Und mir kommen die Informationen und sie sind klar und deutlich. Und sie fühlen sich richtig und gut an, weil es die in uns angelegte Wahrheit ist. Und da gibt es keine andere Wahrheit. Da gibt es nur diese eine Wahrheit. Und alles andere ist Bullshit. Damit zitiere ich jetzt Wim Hof. And everything else is Bullshit. Ganz genau. Und das muss ich nicht glauben, das muss ich nicht leben, auch wenn es alle, die ich da draußen wahrnehmen kann, scheinbar noch so leben und womöglich, das Schlimmste ist ja, scheinbar womöglich noch glücklich leben in meiner Wahrnehmung, scheinbar womöglich noch Reichtum erschaffen und so weiter und so fort. No, 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 das ist nicht so. Es ist so, wie es wirklich, wirklich wahr ist. Und es ist wirklich, wirklich wahr, dass wir alle hier sind für höchsten Bliss, für höchste Glückseligkeit, für höchste Versorgung, finanziell, gesundheitlich, liebestechnisch, ohne eine einzige Bedingung jemals erfüllen zu müssen, außer den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit zu erkennen und uns immer wieder nach der Wahrheit zu orientieren. That's it. Mehr ist nicht zu tun. Und das ist ein Prozess. Und all diese anderen Bullshit-Geschichten, die uns eben wegbringen, ablenken von unserer Wahrheit, von unserer Göttlichkeit, die sind einfach Lüge. Wenn dir einer eine flotte Lüge erzählt, Tag und Nacht, dann irgendwann mal glaubst du sie oder du schickst den Lügner weg und sagst, sorry, hier ist nicht dein Platz. Erzähl dein Bullshit woanders, aber bei mir kommst du nicht weiter. Dann werden die Lügen sich verkrümeln. Aber du musst dein Standing halten, du musst deine Wahrheit halten, du musst deine Position halten, du musst dort bleiben, wo es sich gut anfühlt. Und es ist so schwer. Wir sind so wie magnetisch geladen und unsere Geschichte, unsere History, unser ganzer Kopf, Brain, Mindfuck zieht uns immer zu diesem Bullshit hin, zu den Einschränkungen, zu den Unterdrückungen. Und da müssen wir halt, be bigger than your body, die Wahrheit wissen und kennen und uns nicht mehr täuschen lassen. Ja, in der Bibel steht alles drin, die Schlange, die kommt und whispert und Bullshit Stories erzählt und täuscht. Und diese Täuschung, da müssen wir drüber stehen. Wir müssen uns über diese Täuschung, über die Illusion, über diese ganze Fata Morgana, die auch im Außen noch zu sehen ist, müssen wir uns erheben und steinbeinstock steif dabei bleiben bei unserer Wahrheit, bei der göttlichen Wahrheit, bei der Wahrheit, die sich eben gut anfühlt. Das ist damit gemeint, aus deinem Herzen heraus zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln. Aber es fängt immer im Kopf an, es fängt immer in den Überzeugungen an. Du kannst nicht gegen deine Überzeugungen denken und handeln. Du musst zuerst deine Überzeugung verändern. Und wenn du diese göttliche Überzeugung, diese göttliche Klarheit und Wahrheit für dich selber so tief empfinden kannst, weil sie einfach da ist, weil sie mit dir resoniert und es mehr und mehr und mehr tust, dann öffnen sich für dich alle Toren und Schleusen und du bist genau in diesem Bewusstsein, in das du hingehörst, dieses göttliche Bewusstsein der Fülle. Weil du bist ja dieses göttliche Wesen, das in Fülle geboren ist, das in Liebe, in Akzeptanz, in Unterstützung, in höchster Glückseligkeit hier gedacht ist. Also denk auch so du über dich. Und da kommen wir wieder zum Thema Selbstliebe. Ja, ihr Lieben, das war's für heute früh. Eine Inspiration, die auch gestern wieder gekommen ist bei unserem wunderbaren Coaching, die Frau, die alles hat. Ja, wir hatten jetzt das 5. Mal. Wenn du dabei sein willst, die Experience, die Frau, die alles hat, Experience, kriegst du die Aufzeichnungen von gestern und von letzter Woche und wir sind noch 4 Wochen live. Du bist eingeladen, ganz, ganz herzlich einzusteigen und diese Experience für dich mal kurz zu erleben, wie es sein kann, in einer Gruppe von einer Mentorin allein 1:1 betreut, in diese Wahrheit für dich einzusteigen und sie für dich zu leben in deiner individuellen Form. Genau um das geht's.
Bitte schön, ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Lebt aus eurer Wahrheit heraus. Eure Wahrheit fühlt sich an wie Superliebe, Bliss, Glückseligkeit. Einfach genau so richtig klasse geil, wie wir uns es oft nicht erlauben. Also erlaubt euch alles, weil alles, was sich gut anfühlt, ist wahr. Ciao, ciao.